Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Original vs. Remake. Diesmal ohne Becky, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, sonst wird sie ja hier sitzen. Ich mache das heute alleine und das hat mehrere Gründe. Zum einen hat Becky keine Lust, zum anderen hat Becky keine Zeit und der dritte und wichtigste Grund dürfte sein, dass Becky an den Filmen, die ich euch heute vorstelle, keine große Freude hat. Die Rede ist von Night of the Living Dead, das Original von 1968 von George Romero und das Remake aus dem Jahr 1990 von Special Effects Legende Tom Savini. Ja, und da steht noch einer. Ja, da fällt das Licht gerade günstig drauf, dass man es nicht richtig sieht. Ist auch gut so, dass man es nicht richtig sieht. Also da, es gibt noch mehr Remakes als das hier von Tom Savini. Aber auf die gehe ich nicht ein, weil die einfach nur schlecht sind. Es gibt eins mit Sid Haig, das ist ein 3D-Remake. Es hat aber außer diesen 3D-Effekten nicht viel zu bieten. Die waren aber gut, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es noch eins mit Jeffrey Combs, wobei das auch kein richtiges Remake ist, sondern mehr so eine Art Vorgeschichte, also eine Art Prequel zum Original, hat damit also auch nicht wirklich was zu tun. Lassen wir es einfach bei diesen beiden Filmen belassen. Lassen wir es belassen. Belassen wir es dabei. So, das meinte ich damit. Achtung, ab sofort hagelt es hier Spoiler am laufenden Band, weil anders kann ich die beiden Filme ja schlecht miteinander vergleichen. Die sind zwar inhaltlich mehr oder weniger identisch, haben aber ein, zwei Abweichungen. Gerade das Ende ist dann doch ganz anders. Also, wenn ich darüber rede, dann kommt es unweigerlich zum Spoiler und ja, dass ihr hinterher nicht sagt, ja, ich wusste ja gar nicht, ich wollte den Film noch gucken und jetzt bin ich total überrascht, der und der stirbt. Ja, so ist es. Und jetzt, ich habe euch gewarnt, jetzt geht's los. Also, der Originalfilm von George Romero aus dem Jahr 1968 war der erste Zombie-Film. Ja, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, auch hier wieder aus zwei Gründen, weil erstens, ja, es gab schon Zombie-Filme, unter anderem A Walk with a Zombie oder White Zombie hier, Bela Lugosi und so, aber das waren keine Zombies im Sinne, wie wir sie heute kennen, sondern das waren durch schwarze Magie, durch Voodoo wieder auferweckte Tote oder Leute, die eigentlich gar nicht tot waren, sondern nur gingen, als wären sie tot. Also keine Zombies, die sich auf die Lebenden stürzen, um denen das Gehirn rauszulutschen, sondern einfach nur Gehirntote sozusagen, die fremdgesteuert waren. Hier allerdings sieht die Sache anders aus. George Romero hat quasi den Flesh Eater erfunden und so sollte der Film im Original auch eigentlich heißen, Night of the Flesh Eaters. Aber kurz vor der Premiere hat sich jemand gemeldet, der ebenfalls einen Film gedreht hatte, der Night of the Flesh Eaters heißt und der hatte was dagegen, dass dieser neue Film ebenfalls Night of the Flesh Eaters heißen soll. Also hat man den Film schnell umbenannt in Night of the Living Dead. Dabei hat man unglücklicherweise vergessen, die Urheberrechtshinweise unten mit einzublenden und so war der Film gemeinfrei. Heißt, jeder konnte den kopieren, verkaufen, machen, was er wollte, aufführen. Es gab halt keine Urheberrechte an diesem Film. Dadurch wurde der Film auch sehr weit verbreitet, sehr bekannt und letzten Endes denke ich, dass das das Beste ist, was diesem Film passieren konnte, denn nur so ist er so bekannt geworden. Wobei ich glaube, er wäre auch so bekannt geworden, weil er einfach gut ist. Jetzt, um was geht es denn in diesem Film überhaupt? Barbara und Johnny, ein Geschwisterpaar, fährt nach Pittsburgh auf den Friedhof, um die verstorbene Mutter, oder war es der Vater? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, um einen verstorbenen Familienangehörigen zu besuchen, der die Dreistigkeit besitzt, sich mitten in der Pampa beerdigen zu lassen, was Johnny überhaupt nicht gut findet, weil das macht er ja aus reiner Bosheit, hat er sich am Arsch der Welt beerdigen lassen, damit die sonntags da quer durch die Vereinigten Staaten fahren müssen, obwohl sie ja was viel Besseres zu tun haben. Wobei, was eigentlich in den 60ern? Wahrscheinlich demonstrieren oder Schwarze aufhängen oder sowas. Ach, kommen wir gleich noch zu.
Naja, jedenfalls, wo sie auf dem Friedhof ankommen, geht es auch schon los. Der erste Tote kommt auf sie zu und damit nimmt das Schicksal seinen Lauf. Die Toten erheben sich aus den Gräbern, um die Lebenden aufzufressen, weil... Ja, warum eigentlich? Warum fressen die eigentlich Lebenden? Wahrscheinlich, weil die besonders lecker sind oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Es ist halt so, die fressen die Lebenden. Naja, müssen wir nicht verstehen. Also George Romero hat ja auch nie den Begriff Zombie verwendet, sondern Ghouls, also Ghule. Das sind Ghule und Ghule sind ja quasi Leichenfresser. Nicht lebende Menschenesser, ne? Obwohl, naja gut, also wenn die Leute, die Lebenden auffressen, dann sind die ja auch tot. Puh. Wie auch immer. Der Ursprung dieser Zombies, der wird noch nicht mal richtig erklärt. Es spielt eigentlich auch keine große Rolle. Wo kommen die Zombies denn überhaupt her? Sie kommen, ja klar, aus dem Grab. Aber warum? Es wird ganz kurz erwähnt, da war eine Venussonde und die hatte so eine merkwürdige Strahlung an Bord, dass man die abgeschossen hat. Auch hier, klar, natürlich Amerikaner, aber was ist das, wissen wir nicht, macht's kaputt. Ja, und da diese Strahlung hat sich halt ausgebreitet und die Leute, die Zombies, erwachen wieder zum Leben. Ja, scheiß Idee, habt ihr mal wieder voll ins Schwarze getroffen oder in den Himmel. So, im zweiten Teil dieser Zombie-Geschichte von George Romero, nämlich Dawn of the Dead, da gibt es eine wesentlich bessere Erklärung für all das. Nämlich, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann kommen die Toten zurück auf die Erde. Ja, wobei, das wird ja bedeuten, dass quasi nur die, die in der Hölle sind, wieder zurückkommen. Also wenn man stirbt und ist ohne Sünde, dann kommt man ja quasi hier nach oben und dann wird man nicht als Zombie wiedergeboren oder was. Also das heißt, dass alle, die da, sie sind böse oder was. Ja gut, dann kann man sie auch erschießen, ne? Naja, jedenfalls, Barbara kann sich gerade noch so in ein Farmhaus retten, wo sie dann auf Ben trifft, einen jungen Afroamerikaner, der sich ebenfalls in diesem Haus verschanzt hat. Und obwohl Barbara die ganze Zeit nur, ich weiß nicht, paralysiert, aber nachvollziehbar, wenn man sieht, was sie gerade durchgemacht hat. Ben jedenfalls greift er unter die Arme, verbarrikadiert das Haus und hat auch den ein oder anderen Schlachtplan in der Hinterhand. Im Keller sitzen noch, ich muss es mir aufschreiben, ich habe die Namen vergessen, sitzen noch Harry und Helen. Ein älteres Ehepaar und Harry ist so der typische weiße Amerikaner, Halbglatze und großes Maul, große Waffe, großes Maul. Ich bin hier der König, ich bin hier der Chef, der Zampano mit den dicksten Eiern und deswegen verstecke ich mich auch im Keller, bis die Scheiße vorbei ist. Ein echter amerikanischer Held. Bei ihnen sind dann auch noch Tom und Judy, ein jüngeres Pärchen, das mit der Situation auch etwas überfordert ist, aber im Gegensatz zu Harry einen klaren Kopf behält. Da muss man allerdings auch dazu sagen, Harry und Helen haben noch ihre kleine Tochter mit im Keller, die es zu beschützen gilt und diese Tochter ist krank. Ihr ahnt vermutlich schon, was passiert ist, aber ich will da jetzt nicht genau drauf eingehen. Auf jeden Fall haben sie quasi den Zombie mit im Haus. So, naja, in der Zwischenzeit wird halt versucht, etwas aus der Situation zu machen. Also im Keller einschließen war ja noch nie eine gute Idee. Also versuchen die, aus dem Haus rauszukommen. Mit zu dem Farmhaus gehört auch eine Zapfanlage, die man dann kurzerhand erreichen möchte, um das Auto aufzutanken und abzuhauen. Dabei gehen allerdings Tom und Judy drauf. So, im weiteren Verlauf gehen quasi alle kaputt, bis auf Ben. Und Ben kommt dann gerade recht, als die Bürgerwehr sich formiert hat, um die Leute zu retten, um sich noch einen Kopfschuss einzuhandeln und dann mit den anderen Zombies auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Schön. Schöne Sache. Also ein tolles Ende, ein tolles Finale, das erst durch Stephen Kings Der Nebel, also die Verfilmung dazu von Frank Darabont, wieder getoppt werden sollte. Also ich muss sagen, das ist so eins der finalen Szenen oder eine der Endszenen, die ich so toll finde, dass ich immer wieder sage, da hast du diese ganze Kacke überlebt, um dann auch so
Scheiße. Naja, gut. Jetzt kommen wir mal zum Remake von Tom Savini aus dem Jahr 1990. Und Tom Savini, den wird der ein oder andere kennen. Der hat nämlich ganz viele super geile Spezialeffekte gemacht. Man könnte sagen, es ist der Gott der Special Effects und Special Special Make-up Artist ist er auch. Also er macht Masken und Spezialeffekte und das macht er besser als jeder andere. Er hat unter anderem auch in Romeros Fortsetzung von dem Film hier, na, wo ist es hier, von Nacht der lebenden Toten, also Night of the Living Dead, nämlich Zombies im Kaufhaus, beziehungsweise Dawn of the Dead, eigentlich hieß der nur Zombie, nicht Zombies im Kaufhaus, aber irgendwie hat sich das, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, da hat er die Spezialeffekte gemacht und spielt auch eine kleine Rolle als Rocker. In Nacht der lebenden Toten hat er die Spezialeffekte nicht machen können, weil er, wenn ich mich da richtig erinnere, gerade in Vietnam war, um sich den richtigen Horror anzugucken. Naja, jedenfalls hat er hier das Remake dann gemacht. Und ja, man sollte annehmen, die Spezialeffekte, wenn der Regisseur ein Spezialeffekt-Gott ist, haben es in sich. Und muss man sagen, ja, die Spezialeffekte sind solide. Leider nur solide und in meinen Augen auch viel zu wenig davon, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen am sehr reduzierten Budget. Das Original hatte übrigens so gut wie gar kein Budget, was man im Film auch ansieht. Hier sind nahezu keine Effekte drin. Und trotzdem finde ich das Original wesentlich besser. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Also der Film ist im Großen und Ganzen identisch. Also das Remake ist im Großen und Ganzen identisch mit dem Original. Es gibt aber ein paar gravierende Unterschiede. Und zwar, was die Hauptrolle der Barbara angeht. Barbara, wie gesagt, hier im Original ein verängstigtes kleines Hascherl. Die typische Jungfer in Nöten, die gerettet und beschützt werden muss und immer nur durch die Gegend kreischt und... Ja, das ist hier eine taffe junge Lady, die den Zombies in den Arsch tritt und so richtig, ja, ich hab hier das Sagen, ich hab die dickeren Eier und hat sie tatsächlich und vor allen Dingen, seien wir mal ganz ehrlich, Frauen haben sowieso sehr viel mehr Eier als Männer. So viel mehr, dass sie die auch monatlich abstoßen, aber das steht auf einem ganz anderen Blatt, beziehungsweise finden wir auch ganz woanders. Aber wo wir schon bei Blut sind, es gibt unheimlich viel Blut in dieser Neuverfilmung, viel mehr als im Original und trotzdem kommen wir hier nicht richtig über die Runden, finde ich. Das Finale ist übrigens auch ein bisschen anders. Da kommt auch die Bürgerwehr ins Haus. Auch hier wird Ben leider getötet. Ist allerdings bereits ein Zombie, was im Original nicht der Fall war. Da haben die nur gedacht, ach, da ist noch einer. Ja, hier ist er schon ein Zombie. Trotzdem haben wir hier noch so eine kleine Schlag in die Fresse Szene, die ich persönlich allerdings sehr befriedigend finde, weil der alte weiße Mann Harry, der kommt aus dem Keller raus, nachdem alle anderen quasi, ja, ne, kommt er aus dem Keller raus und wird von Barbara erschossen, obwohl sie sieht, der ist noch lebendig. Aber seien wir mal ganz ehrlich, verdient hat das Arschloch ja, ne? Ja, auf jeden Fall, hat alle anderen geopfert und denkt nur an sich und auch wenn es irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar ist, ist das quasi der Hasscharakter. Obwohl wir eigentlich alle genauso reagieren würden, vermutlich in so einer Situation, die aber höchstwahrscheinlich, ich hoffe es mal, klopfen wir mal auf Holz, nie kommen wird. So, ja, und die ganze Bürgerwehr steht auch daneben und ich bin sicher, die haben gesehen, hey, der Knabe, den du gerade hier mit dem Kopfschuss ordentlich hier weggesemmelt hast, der war aber noch am Leben. Aber hey, Kollateralschaden, so sind die Amis, wenn es jemanden abzuknallen geht, da sind wir dabei. Ja, toll. Also das sind die beiden Filme und jetzt kommen wir mal auf die Unterschiede, beziehungsweise Unterschiede habe ich ja schon, aber welcher Film mir persönlich besser gefällt. Das ist klipp und klar, nein, anders. Hättet ihr mich vor 5 Jahren gefragt, wie gefallen dir die Filme? Hätte ich gesagt, ungefähr gleich gut, ja, weil den hier, das Original, hier, da, habe ich ganz, ganz oft gesehen und finde ich einfach großartig, weil der hat eine fantastische Atmosphäre, ist in Schwarz-Weiß gedreht, auch hier war dem fehlenden Budget geschuldet, ja, zu der Zeit haben schon viele Leute in Farbe gedreht, zum Glück hat er in Schwarz-Weiß gedreht, weil genau wie Alfred Hitchcock seinen Psycho in Schwarz-Weiß gedreht hat, zum Teil wegen, weil Filme davor waren schon in Farbe,
Aber ein Schwarz-Weiß-Film hat eine andere Atmosphäre. Man kann mit Licht und Schatten spielen. Und das ist hier perfekt gemacht. Die Zombies sind nicht besonders toll geschminkt, sind nur so ein bisschen bleich, so ein bisschen eingefallen. Also die Zombies sehen im Remake 100-mal besser aus oder 100-mal abscheulicher, sagen wir es so. Aber mehr Angst machen mir die Zombies im Original, weil die einfach, das ist eindringend, das ist, man sitzt die ganze Zeit da und auch diese ganz minimale Musik und Geräuschuntermalung, es ist einfach, man fühlt sich unwohl, man hat die Befürchtung, jetzt gleich passiert es und man sitzt die ganze Zeit da, ist angespannt, ist einfach besser. So. Was beim Remake besser ist, das sind die Effekte, ja, aber davon, wie gesagt, gibt es viel zu wenig. Und ich habe den Film das letzte Mal vor ungefähr 20 Jahren gesehen, auf VHS damals, nee, ist noch länger her. Wenn ich sage vor 20 Jahren, dann meine ich Mitte der 90er. Ist aber, das sind ja 30 Jahre, ach du Scheiße. Ja, also auf jeden Fall, als ich den das letzte Mal gesehen habe, da war ich noch ein relativ junger Mensch und ja, da fange ich, oh, das indiziert, wie geil, boah, das sowas, ja, ekelhaft und böse und ja, geil, geil, geil. Ja, aber leider hat sich das ja mittlerweile so entwickelt, dass wir solche Filme en masse kriegen. Es ist ja mittlerweile, die Effekte werden ja immer besser, auf jeden Fall werden Filme immer brutaler und aus heutiger Sicht ist Night of the Living Dead, der ist jetzt ja auch vom Index runter, also das Remake meine ich, der hier auch, der ist mittlerweile sogar ab 16. Ja, es ist einfach, die Effekte sind gut, aber halt, ja, also kennt man von Tom Savini Besseres, viel Besseres, wenn ich da an Maniac denke oder an auch Dawn of the Dead oder all diese Filme. Also der kann es besser, als er hier gezeigt hat. Was er auch nicht wirklich drauf hat, ist Regie, weil irgendwie der Film, der hat nicht nur keine Atmosphäre, er plätschert auch dahin. Der hat hier die besseren Schauspieler, ganz klar. Tom Savini hat die besseren Schauspieler als das Original, aber trotzdem irgendwie. Ich weiß es nicht. Er kommt nicht so richtig in die Pötte und das Tempo ist nicht gut. Trotzdem, ja, hat der hier seine Daseinsberechtigung und hat auch genauso wie das Original Kultstatus, sollte man also auf jeden Fall beide mal gesehen haben. Aber zum Gruseln finde ich das Original besser. Und wenn die dann die Leichen da sitzen und an ihrem Arm rumnagen, nicht an ihrem, sondern an dem vom Nebenmann oder von dem, wen sie auch immer ausgebuddelt haben oder was auch immer. Und dann da so, das ist ekelhaft, es ist abstoßend, es ist einfach, dass man sagt, ah, genau so davor habe ich Angst. So. Also, was steht denn hier noch? Ja, wir haben aus dem Jahr 2021 noch eine Zeichentrick-Adaption des Films von, ich muss mal gucken, Jason Axen, ohne meine Brille, ich kann es nicht sehen, von Jason Axen. Das ist quasi eine 1:1-Verfilmung des Originalfilms von Romero. Das heißt, Barbara ist wieder das verängstigte kleine Mädchen. Die Figuren sehen auch so aus. Also die Zeichentrick-Animationsfiguren, die sehen auch so aus wie im Originalfilm. Da hat man sich also sehr viel Mühe gemacht. Einzelne Kamerafahrten sind ebenfalls 1:1 übernommen worden. Und daher erschließt sich mir auch nicht ganz der Sinn und Zweck dieser Neuverfilmung, weil es ist, ja, er ist noch blutiger, er ist viel blutiger, er ist sogar blutiger als das Remake von Tom Savini, aber halt alles auf Animationszeichentrickart. Da fliegt also das Gehirn durch die Gegend und die fressen sich da auf und es ist schon ekelhaft abstoßend, aber der Film ist dadurch, wird dadurch ja nicht besser, einfach dadurch, dass man da noch ein paar brutale Szenen mit reingepackt hat. Und der Film hat ein, zwei Szenen drin, die im Original und auch im Remake nur angedeutet wurden, weil man konnte sie damals wohl nicht drehen, aus finanziellen Gründen oder warum auch immer, aber sie standen im Drehbuch. Und hier sehen wir das. Zum Beispiel der Überfall auf das Diner am Anfang. Aber schaut's euch an, wenn ihr wollt. Empfehlen kann ich es nicht. Gezeichnet ist das Ganze so ein bisschen wie die Serie Archer. Kennt ihr vielleicht das mit diesem Geheimagenten, so eine Art James-Bond-Parodie? Finde ich persönlich auch ziemlich cool, die Serie. Und im gleichen Stil ist auch dieser Animationsfilm hier gehalten. Aber letzten Endes kann man den genauso wie die anderen beiden Remakes, die ich eben kurz angerissen habe, in die Tonne kloppen. Ist also eigentlich für den Arsch. Braucht man. Ist es nicht gut. Ist wirklich, kann man. Bleibt beim Original von George Romero, beim Remake von Tom Savini. Dann
habt ihr quasi alles, was ihr braucht. So, ach ja, auf die ganzen Fortsetzungen, die da noch kamen, da gehe ich jetzt nicht noch ein, auf Dawn of the Dead, Land of the Dead, Diary of the Dead und all sowas. Alles Fortsetzungen, in denen George Romero sein Zombie-Universum weiter ausgebaut hat. Und die Filme wurden auch inhaltlich immer besser, mehr Sozialkritik. Hier ist die Sozialkritik im Prinzip nur da, dass die Bürgerwehr, es ging da quasi, da waren halt diese Rassenunruhen in Amerika und die münden hier darin, wir haben einmal einen schwarzen Helden, was eigentlich nicht schlecht ist. Was heißt nicht, eigentlich nicht, es ist gut, es ist wirklich gut, dass wir hier einen schwarzen Helden haben und die Hautfarbe überhaupt gar keine Rolle spielt. Das, liebe Zuschauer, das ist Gleichberechtigung. Wenn man einen Schwarzen in eine Rolle reinstellt, in der er ganz klar als schwarz definiert wird, ist das keine Gleichberechtigung. Man muss einfach, das ist, wenn man keinen Unterschied macht, dann ist das Gleichberechtigung. Wenn die Hautfarbe überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist hier im Jahr 1968 bei George Romero schon der Fall gewesen. Und hier haben wir bereits im Jahr 1990 eine starke Frau, die allen Männern zeigt, wo der Hammer hängt. Ja, also auch diese Feminisierung der Filmwirtschaft, die heute in Hollywood ja gang und gäbe, ist überall. Ja, Dr. Who ist jetzt eine Frau, die Ghostbusters waren Frauen, all das. Ja, das hat man hier in den 90ern schon gehabt und da hat keine Sau nachgeschrien. Einfach, weil es gepasst hat, weil es einfach cool war, weil es spielt keine Rolle. Mann oder Frau, kann man alles machen. So. Aber eine Fortsetzung gibt's noch, die eigentlich keine Fortsetzung ist. Ich wollte es auch nur kurz erwähnen, weil ich den einfach so geil finde. Weil George Romero hatte nämlich damals bereits ein Drehbuch für eine Fortsetzung geschrieben und hat das aber seinem Kumpel Dan O'Bannon gegeben. Dan O'Bannon hat das Ganze umgeschrieben und mit Comedy-Elementen versehen, weil, naja, er konnte mit Night of the Living Dead beziehungsweise mit dem kurz darauf folgenden Dawn of the Dead nicht mehr mithalten und hat dann das hier gemacht. Return of the Living Dead. das ist mein Zombie-Film hier. Das ist mein Zombie-Film. Das hier ist cool, das hier ist böse, aber das hier, das sind meine Zombies. Einfach geil. Hilfe, die Zombies. Nee, verdammt, die Zombies kommen, hieß der in Deutschland. Allein dafür. Ja, total verrückt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, also von Zombiefilmen im Allgemeinen, von Night of the Living Dead im Speziellen und von George Romero natürlich auch. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welche eure Lieblingszombiefilme sind. Würde mich interessieren. Und wo wir schon dabei sind, als nächstes habe ich vor, ein Original vs. Remake zu einem Film zu machen, der diesen Film hier maßgeblich beeinflusst hat. George Romero sagte sogar, dieser Film wäre die Blaupause für den hier gewesen. Und wenn ihr nicht wisst, welcher das ist, Vincent Price spielt die Hauptrolle und dann im Remake war es dann Will Smith und dazwischen gab es noch ganz viele andere. Das heißt, es wird also nicht Original vs. Remake, sondern Original vs. Remake vs. Remake vs. Remake. Wird ein längeres Video. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt geil, lasst euch nicht beißen und denkt dran, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, dann kommen die Toten auf die Erde.